1,45. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir stehen hier vom Weltkriegsdenkmal in Wallraps. Die unterhalten sich gerade über meine Gurkenwasser-Challenge von heute früh, nach der ich mir dann in die Hose gemacht habe. Das ist wirklich nicht, darf man ja gar nicht sagen. Trink niemals 1,45 Gurkenwasser, Wurstwasser, rote Beetewasser auf Ex. Danach geht es euch so im Magen rum. Seitdem habe ich einen Einlauf nach dem anderen gefühlt. Hier staut sich alles. Überall stehen die Autos rum, wie man sieht. Da hinten eine ganze Traube, da laute Autos, da Autos. Es geht gleich los mit dem Schlurp Raid Day. Der Juli wird jetzt noch gebracht. Der ist auch dabei. Ich setze mich schnell rein. Gleich erscheint nämlich überall Schlurp an den Arenen. 3 Stunden lang Raid Day. Hallo! So, mal kurz ins Auto rein. Schnell hier durchgequetscht, wieder vor. Auf der Suche nach Shiny Schlurp auf jeden Fall. Ich laufe unauffällig hier vorbei. Da die ganze Saufgemeinde, wie sie leibt und lebt. Vorne wird gewendet, ne? Sonne scheint, Wetter ist gut. Partnerlook bei Marco und mir, wie man sieht, ohne Absprache. Den kennt er noch, der hat letztens gekotzt. Ne? Hinter der Kamera aber nur. Vielleicht kotzt er heute wieder, wenn er keinen Shiny kriegt. Wir sind gespannt. Wir bereiten uns jetzt fix vor. Eigentlich müsste es direkt gleich losgehen und sehen uns dann nach dem Raid und gucken mal, wer das erste Shiny bekommt. Vor der Kamera plätschern. Natürlich, darauf kommt es ran. So, der zweite Raid ist vorbei. Der zweite, warum auch immer, das erkläre ich euch nachher. Wir gucken mal kurz rein. Auf jeden Fall kein Shiny. 995, hat jemand mehr? 1003. 1003, gut. Der Marco hat im ersten Raid auf jeden Fall schon einen Shiny gehabt. Vielleicht können wir euch das nachher noch einblenden. Und Shiny, großer und kleiner Account. Okay, der Gefer reißt auch ab. Shiny, groß und klein. Die düsen gleich weiter zum nächsten. Wir haben auf jeden Fall Probleme im ersten Raid gehabt. So dermaßen, dass ich den ersten überhaupt gar nicht spielen konnte. Jetzt gehen wir aber weiter. Der Thomas hat auf seinem kleinen, auf dem roten auch was gehabt. Wir ziehen mal weiter, wir fangen mal und eigentlich wollte ich draußen filmen. Wenn eh keiner was hat, stelle ich mich aber jetzt raus. Das sieht nämlich schöner aus. Hallo. So, wildes Treiben auf jeden Fall. Hier mein Partner in Spee. Ja. Will euch mal seinen Shiny zeigen. Das Shiny sieht nämlich genauso aus wie wir. Hat sich auch goldgelb gekleidet. Wie eine Pommes auf jeden Fall. Wir sind gespannt. Geh noch schnell in die Lobby. 70 Sekunden sind noch. Wir sind immer noch in Wallraps. Mal gucken, ob wir an der Schule den auch noch mitnehmen. Das Problem eben war nämlich, beim Weltkriegsdenkmal ist das GPS richtig verkackt. Du stehst an der Arena, dann steht immer zur Arena zu weit entfernt. Der Raid ist plötzlich 10 Kilometer weg. Du läufst dann 10 Kilometer weiter, dann ist er wieder da unten, dann startest du neu, dann bist du in der Lobby, dann fliegst du wieder raus. So viele Probleme eben gehabt, also es geht auf keine Kuhhaut. Wir sind jetzt hier klappt es besser. Beim Glockenbrunnen ging es auch besser. Die anderen hatten dann schon keinen Bock mehr, weil sie 10-mal neu rein mussten. Wir machen jetzt aber hier. Guckt euch das an, Marco, der Automechaniker. So, der nächste Raid ist fertig. Wir drücken wieder mal 1001, drauf. 1001. Ich hatte 1003. 960, ja, wieder das Schlechteste auf jeden Fall. Und was hab ich jetzt hier? Shiny ist nichts dabei. Gut. Shiny bei dir? Bei euch auch nichts. Da ist Husten, den nehmen wir mit. Wir sehen uns, wir gehen zur nächsten. Der wedelt sich fleißig im Auto ein. Jetzt kratzt er sich am Auge. Guck mal, der hat schon wieder Musik. Immer mit AirPods. Das sind ja keine AirPods. Ist ein Kabel dran. Wir suchen jetzt die nächste Arena in Dings und dann Bums. Genau, so wollte ich sagen. 62. Was machst du da? Bist du 62? Nee, 1999. Wahrscheinlich. Man ist immer nur so alt, wie man auf dem Dings stehen hat. Nein, jetzt ist es schon gefangen. Das wollte ich doch als Übergang nehmen. Ich blende einem. Was? Da hinten ist ein Shiny. Bei wer? Meiner! Dann war weg! Ein Shiny 100er! Das bleibt doch bestimmt drin. Damals hat sie mit ihren scheiß Gengar angefangen! 100! Mit 1008, merkt euch das, 1008 der Wert vom 100er, wenn das Wetter geboostet ist. 100% Shiny gleich am Anfang. Ich will Cookies. Habt ihr auch Schokolade mit Cannabis zu Hause? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir stehen jetzt auf jeden Fall hier in Wallraps bei der Friedhofskapelle oder was das ist. Wir gucken mal, wer das nächste 100er Shiny bekommt. Hey, die flüstern, die Dingsen. Man darf nicht flüstern und nuscheln und puscheln. 963. Jemand ein Shiny? Nein.
jemand eins über 1000? Was für eine Gruppe bist du? Der kämpft immer noch. Schnell weg! Ja. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier am Busbahnhof. Ja, erzähl mal weiter, was für eine Challenge, Bruder. Ja, kommt drauf an, welche du planst. Wir wollten ja eigentlich die 1,5 Liter Cola Challenge machen. Da wollte der Bob ja auch unbedingt mitmachen. Ja, weil er sagt, er trinkt das in einer Minute. Die trinke ich auf Ex in 2 Minuten. In 2 Minuten, genau. Ja, dann machen wir auf jeden Fall 961, das können wir wieder fangen. Pupsi muss jetzt mal den Account wechseln auf dem einen Handy. 949. Und die nächsten 5 Gratispässe rausballern. Wir haben uns eben noch über Pornonamen unterhalten. Meiner wäre dann Kyle. Kyle Riemen. Was? Wo? Ja, egal, das ist nicht lustig. Habt ihr auch Pornonamen? Schreibt sie mal in die Kommentare. 3,5 steht mein blauer Hälter. Hast du jetzt einen blauen? Ja. Hä, da drüben stehen noch 2 blaue. Sind ja, die beide dir oder was? Ja, von hier gesehen, der rechte ist mir. Bob. Der rechte ist mir. Ja. Wir stehen jetzt auf jeden Fall am Bahnhof. Beim nächsten Schlurp. Hi. Der Thomas. Hier steht er übrigens nochmal in Person, in Leib und Seele, gefüllt mit Blut und in seinem Kadaver drin, meine ich. Der wird nach dem Raid sich dann verabschieden, habe ich gehört. Ja. Das heißt, wir sind deutlich weniger unterwegs. 963, aber ich weiß nicht, wie lange die anderen 2 noch mitmachen oder die anderen 1. Das werden wir sehen. Der Viant will dann mitlaufen irgendwo ab der Stadt im Theater und vielleicht treffen wir dann die anderen wieder. Was? Warte mal, ich komme mal rüber zu deinem Fenster, ist das auch? Oder ich halte einfach so rein. Ach, da, du. Halt's noch weiter weg. 954. Was? Da auch shiny, da vorne shiny, also. Super, 963. Ja, wo denn? Ich komme ja nicht hin. Es wäre ja schön, wenn man es mal nimmt. Und ja, gut, halt nicht. Ich will meinen Shiny nicht zeigen. Geh weg, du böser Mensch. So, leider sind wir jetzt viel weniger als gedacht. Denn nicht nur der Thomas ist weg, sondern auch die Liane ist weg. Und auch der Marco ist weg. Sprich, jetzt stehe ich alleine hier in der gottverdammten Welt. Warum machst du mein Fenster runter? Was soll das? Ja, weil er wieder die Tür aufklappt. Jetzt macht er meine Tür noch zu. Warum? Die wollen abhauen. Scheiße! Aber guckt euch mal das an, was hier steht, ne? Brandschutztür, verkeilen, verstellen, festbinden oder ähnliches. Verboten! Wenigstens der Bobs Rob ist noch da. Mit 2 Accounts. Ich weiß nicht, wie lange der uns noch erhalten bleibt. Der muss ja, glaube ich, ab 15 Uhr hat er auch keine Zeit mehr. Jetzt ist es 47. Einen, vielleicht auch 2. Vielleicht Brücke der Technik und Theater, vielleicht macht er die ja noch mit. Der nächste Raid ist auf jeden Fall jetzt auch gleich down. Wir gucken mal wieder, ob jemand einen Shiny hat. Jetzt bei 2 Leuten, die wir noch sind, ne? Da ist die Auswahl ja so riesig. Und vor allem, wann der Ramses das erste Shiny bekommen ist, bestimmt wie immer beim Raid Day, dass er wieder mal leer ausgeht nach 20 Raids. Und ein Nichts. 952, die wären noch immer schlechter. Jemand einen Shiny? Der Bob hat das volle Produkt. Dem muss ich sein Handy dann auspixeln, wenn er was hat. Alles wird gut. Nee, dann ziehen wir weiter zum Theater und zur Brücke auf jeden Fall. Brücke wieder X-Raid Arena. Vielleicht können wir da gleich noch ein paar Pässe triggern. Und hat irgendwie fast 50% Shinies gemacht. Ja, oder? Zähl ruhig weiter, wie es in Neuseeland so zugeht. Ja, ich bin ja da nicht dabei. 50% Shinies. Ja, also gut, das war ja, ich habe in diversen aber Gruppen auch gelesen. Die Shiny-Rate wäre extrem hoch. Da hat jemand auch 5 freie Pässe rein und hat 3 Shinies rausgezogen. Da denkt man sich dann auch, okay, bei 5 Raids 3 Shinies ist mega krass. Aber irgendwie, wenn die Rate am Anfang so hoch war, haben sie es jetzt noch schnell korrigiert. Ja, das ist immer so. Wenn die hier ankommen, ne, wir hier in Deutschland spielen, ganz normal, da ist es rar. Da ist das alles zurückgeschraubt, da kriegt man gar nichts mehr. Wir stehen auf jeden Fall jetzt hier an der X-Raid Arena. Hier seht ihr nämlich die Schule. Hier hinten seht ihr die X-Raid Arena, da die Brücke. Wir gucken mal, ob jetzt was dabei ist. Jetzt wird man den Bobs Rob nämlich noch wünschen. Der kann nämlich nur noch 2 mitmachen, muss dann auch fort. Und wieder nix. Nix. 954, wieder so low. Die anderen haben immer zu alle über 1000. Ich frage noch mal vorne nach. 1000 und dann, hatte ich noch überhaupt nicht. Dann sehen wir uns gleich an der Old Channel Bridge auf jeden Fall wieder. So, der Bob war gerade noch austreten im Park. Das sind die Infos, die ihr braucht.
Finde es übrigens lustig, jetzt muss ich es nochmal ansprechen, dort ist der Bob, ne? Hier ist der Bob the Rob. Jetzt ratet mal, wie der Bob richtig heißt. Genau, Robert. Und wie heißt der Bob the Rob richtig? Genau, auch Robert. Und dann erklären die mir, dass Bob ja im Prinzip so eine englische Kurzform ist, ja? Für Robert oder was? Habe ich ja noch nie gehört. Kennt ihr das? Schreibt's mal in die Kommentare. Nennt ihr eure Roberts auch immer Bob? Das würde mich mal brennend interessieren. Wir sind jetzt hier an der Old Channel Bridge. Wie man sieht, ist auch abgesperrt wegen Sturmschäden. Ihr wisst, Sabrina, nee, das war ja die auf YouTube Let's Plays macht. Sabine, der Sturm hat nämlich gewütet, jetzt ist alles hier abgesperrt. Und jetzt sind die wilden Raider hier und machen noch mehr Schäden. Aber obwohl abgesperrt ist, geht er einfach da rein und pisst. Also jetzt wissen wir, was los war. Boah, das kannst du doch nicht machen. Komm, ich filme dich nochmal, dann schicke ich es an die Polizei. Können wir dann schon zum Theater? Ja, eigentlich hätten wir die ganze Zeit schon laufen können. Gut, wir laufen mal während des Kämpfens schon zum Theater, um Zeit zu sparen. Da ist es nämlich tot. Mal gucken, ob vielleicht noch jemand jetzt einen Shiny hat. Hast ja jetzt nur noch zwei Möglichkeiten. Jetzt und gleich. Nichts. 960. Wenigstens nicht 950. Sonst keiner was? Shiny. Wie Shiny? Ja, und 98er. Shiny und 98er. Also das Shiny ist nicht das 98er. Nee, es sind zwei verschiedene. Shiny. Kann man das zeigen? Da Shiny mit 972. Wunderbar. Daneben sieht man auch die IV. Das ist aber schön gemacht. Hey, jetzt ist nicht gesagt, es wäre gar keinem aufgefallen. Tja, dann kann ich ja vielleicht eins in Iswa abgeben, wenn er keins bekommt. Ach, die Pupsi. Pupsi will bestimmt auch eins. Na gut. So, schaut mal die schöne Kulisse an hinter mir, ne? Das ist das Theater. Ich sehe aus wie ein Krapfen, wunderbar. Deswegen filme ich ja immer so, dass die Sonne blendet. Nein, aber das nächste Schlurp ist auch gleich down. Aber so blendet die Sonne. Müssen das so machen. Guckt euch den Himmel an, Bruder. Das nächste Schlurp auf jeden Fall gleich down, dann sind wir fertig, fahren zum Löwen, fahren zu den Stolperstein. Der Bob the Rob verabschiedet sich dann. Jetzt hat er noch eine Möglichkeit, einen Shiny zu bekommen. Last chance. Erstmal. Wir drücken die Daumen, es wird spannend. Gleich dreht er durch, oder auch nicht. Wenn das Handy auf den Boden fällt, wisst ihr es? Wenn sie in die Luft fliegt, wisst ihr es auch? Nichts. Bei mir aber auch nichts. Also, ciao. Ciao, 979. Achso, der läuft nämlich jetzt noch los und holt sich das Ordruf. Wie heißt denn das, Bruder? Ich flieh mal ganz kurz, um mal hier zu schauen, dass es gar nicht hier angezeigt wird. Gut. Ihm wird es aber angezeigt, weil er noch keins hat. Und ihr wisst ja, wenn ihr das Ohr, wenn ihr das Ohrloch fangt, dann kriegt ihr auf jeden Fall 2000 Staub. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also auf jeden Fall müsst ihr euch das holen, auf jeden Fall. Und schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende, würde BisaFanTV sagen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Löwen. Viel Glück, dass er noch seinen Ortruf bekommt. Das heißt doch nicht Ortruf, oder? So, 6 Accounts sind noch übrig. Bob the Rob ist jetzt also auch weg. Jetzt ist es eigentlich nur noch Pupsi, Bob und ich. Jeder 2 Accounts sozusagen, beziehungsweise Pupsi hat eigentlich 3 Accounts am Start, aber die nimmt ja von mir noch was mit. Und 4 hat sie halt. 4, 5, 6. Ja, dann passt das aus. So ergibt das ja auch alles Sinn, wie genervt sie halt reagiert. Oh mein Gott, weil ich aus Versehen gesagt habe, sie hat nur 3 Accounts, aber sie hat natürlich 100 Accounts. Sie ist nämlich hier die Mega-Süchtige. Jetzt wollte ich. Jetzt wollte ich eigentlich was anderes sagen und kam gar nicht dazu. Kein Shiny. Ortdoch ist es nämlich. Ortdoch habe ich gesucht, das Wort. Meine, das ist wieder nicht ihr Account. Super. Willst du es mal zeigen? Nicht? Gut. Pupsi hat auf jeden Fall ein Shiny, da freut sie sich. Der Bob freut sich auch. Guckt euch dieses genussvolle, flachsige Gesicht an, wie er da schaut. Wie so ein Wurm auf jeden Fall. 986, das nehmen wir jetzt auch mit. Und gehen dann weiter zu den Stolpersteinen. Wir können auch Kirche und Stadtwappen machen. Ja, dann machen wir mal Kirche und Stadtwappen jetzt. Mach mal Kirche und Stadtwappen. Ess ruhig weiter dein Eis und schwenk ich mal kurz rum. Guckt euch das mal an. Wir haben die anderen wiedergefunden. Die sind ja einfach alle am Eis essen. Ne? Das gibt's doch nicht. Erst verschollen, jetzt am Eis essen. Wir drücken mal fix durch. Jetzt sind wir sogar mit dem Fischi aufgestiegen.
Ich bin's, Tim. Wieder mal nichts. 986. Jawohl, AR-Modus. Zeig es mir. Nee, jemand noch ein Shiny? Keine Ahnung, ich bin im AR-Modus. Ich muss googeln. Also sehen wir uns jetzt an der Kirche und am Krankenhaus. Genau, so machen wir's. Habt ihr euch das gemerkt? Schreibt's mal in die Kommentare. So, alles sehr kompliziert. Jetzt kommt der Gefer, mit dem wir jetzt ja eigentlich zusammen weiterziehen wollten, aber die anderen sind schon rein, jetzt bin ich auch rein, jetzt sind wir hier schon fertig. Jetzt müssen wir uns doch wieder trennen und ich muss ihm Bescheid sagen, dass wir so weiterziehen müssen. Die haben auf jeden Fall Spaß, haben Eis gegessen, da wollen wir uns nicht einmischen. Nicht, dass das Eis wieder hochkommt. Alter, nur noch 85 Sekunden übrig, das ist aber wenig. Wir gucken mal, ob ein Shiny jetzt dabei ist. Und nichts, wie immer. Ihr könnt übrigens gleich rein, wir haben jetzt schon gemacht, weil die sind auch schon reingegangen und deswegen... Ja, okay, da ist der Fischi, ja, kennt ihr den noch? Das will ich noch in ein schönes Video zeigen, warte mal. Ja, das zeig ich mal. Guck mal hier, das hat mir der liebe Felix eben aus dem Ei geblütet. Was ist denn das? Hab ich doch schon! Shiny Barsch war aus dem Ei gezogen. Zieht ja auch immer Pokémon, schreibt es in die Kommentare. Wir fahren jetzt weiter, den Deferis sagt mal eigen, den nehmen wir jetzt einfach mit, der steht nämlich hier so rum und ja, so kann man das machen. Theoretisch, wenn die reingehen, könntest du ja auch mit rein in die Lobby und sobald der Kampf losgeht, ziehen wir weiter, dann hast du den ja auch mitgenommen. Das ist schlau, so machen wir es. So, wir sind jetzt hier angekommen beim Hefemarkt, ne? Hefemarkt. Hier ist auf jeden Fall ordentlich was los. Wir machen den nächsten Raid. Der Deferis ist jetzt am Start, der ist bei uns mit eingestiegen. Den schleppen wir jetzt mit rum. Und hier hinten hätte ich fast mal eine Wohnung gekriegt, wenn der böse Herr Kläring nicht gesagt hätte, verpiss dich, du Spast. Und seitdem ist leider nichts passiert. Hier ist auch nichts passiert. Wieder mal kein Shiny. 954. Was denn? Schon wieder eins? Ja, schon wieder bei dir. Pupsi regt sich auf, jeden Account, den sie für mich mitspielt, bekommt ein Shiny, bekommt ein zweites Shiny. Jeder Account hat mindestens zwei Shinies bekommen und sie gar nichts. Sag mal, mit? Warum hältst du das denn immer 10 Kilometer fort? 972 und wie schön gelb das aussieht, wie mein Pullover. Wir fangen das jetzt noch und machen den nächsten Raid hier gleich mit. Also sehen uns in 10 Sekunden wieder. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall immer noch beim Hefemarkt. Hier räumen sie gerade eine Wohnung aus. Ne? Wenn ihr was braucht, sagt Bescheid. Ramses kommt vorbei und bringt euch Stühle. Ich hoffe, da oben ist GEMA-freie Musik, die da gespielt wird. Nicht, dass es da noch Probleme gibt. Und das Lustige ist, wir haben gerade beim Gasthaus zum Goldenen Löwen angerufen. Was? Wir haben gerade beim Gasthaus zum Goldenen Löwen angerufen und einen Tisch bestellt für 3 Personen. Was? 2 Personen? Ne, 3 Personen. Okay, 2 Personen. Und dann wollte er den Namen wissen, habe ich gesagt, Hess. Och! So, was hat er gesagt? Sympathischer Name auf jeden Fall. Hat er sich auf jeden Fall gefreut. Ich bin mal gespannt, ob wir da filmen dürfen. Da wollte ich ja schon immer mal die Burger probieren. Nein, Aufbewahrungslimit erreicht. Ich muss irgendwas wegschmeißen. Wir schmeißen das Vati weg, das braucht man ja nicht. Denn ihr wisst ja, ne? Das ist da, wo sie die Burger angeblich mit Toast machen. Wieder mal kein Shiny. 967, also das ist auch nichts. Pupsi hat bestimmt schon wieder eins auf dem 2. Account und dreht durch. Bob hat gar nichts. Bob hat eine Hand, die am Fenster klebt. Guck mal, habt ihr auch eine Hand? Sowas schon gesehen. Das ist aber schön. Hallo Bob. Hallo. Alles wird gut, sage ich immer. Da ist auf jeden Fall ordentlich was los, sage ich mal. Am Stadtwappen wird geraidet. Stell euch mal hier runter. Ich mache auch mal die Aufnahme an, ich bück mich mal in die Kamera rein, dass mein Bobs rausguckt, das muss man ja sehen. Wir sind jetzt also am Stadtwappen, machen auch gleich die Kirche noch mit. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Accounts wir noch haben, aber Raids sind noch immer unendlich da. Hibo ist ja mittlerweile voll mit Raids, bis zum geht nicht mehr. Wir hoffen, jetzt kommt endlich das Shiny, vielleicht auch endlich für Pupsi, dass die bedient ist, sonst geht die heute mit der schlechtesten Laune der Welt raus. Nichts! 969. Und wie sieht's aus? Zeig noch mal so. Guck mal, ein Shiny hinter den Fingern versteckt.
Was ist das? Shiny! Wieder der falsche Account, hä? Mann, die hat sich heute aber satt, sage ich euch. So, der nächste Raid. Eigentlich steht man immer noch am Stadtwappen. Hinter mir ist irgendwo hier die komische Kirche zu sehen, auf jeden Fall. Die machen auf jeden Fall fette Party hier im Auto, hören Musik und hüpfen rum. Hüpft ja auch immer im Sitzen. Die Sonne brennt, ich muss wieder um die Ecke. Hier sieht es auf jeden Fall alles schöner aus. Von den Farben her, das brennt nicht so. Dann geht es weiter zum Schwimmbad, zur X-Raid Arena. Wieder kein Shiny, 963. Ich renne mal schnell zu den anderen zurück. Wir gehen weiter zum Schwimmbad. Vorbeigeht, fragen wir noch mal kurz. Jemand Shiny jetzt? Nein. Ja, zwei Stück. Zwei Stück? Auf einem Handy. Auf einem Handy. Gut, ich gehe wieder weiter. Das ist mir zu mysteriös. Also, wir sind am Schwimmbad angekommen. Komischerweise machen die jetzt hier Party. Da steht das eine Auto, da steht das andere Auto. Jetzt tun sie sich gegenseitig hier mit Kinderlieder betteln. Ah, da sind sie auf einmal ruhig, hä? Mann, Mann, Mann. Beim Schwimmbad auf jeden Fall richtig gute Laune. Guck mal, ob jetzt ein Shiny dabei ist. Jetzt müsste ja eigentlich eins kommen. Jetzt ist richtige Stimmung da, richtiges Pokémon-Feeling. Wieder nix. Schnipsi, Deal! Nein, warum denn? Die drehen durch, die haben Shiny. Habt ihr was? Die Hong-Musik. Die Hong-Musik. So, wie gesagt, vier Raids machen wir jetzt noch. Jetzt sind wir gerade noch mal beim Friedhofseingang bzw. die Trauerkapelle beim Friedhof. Dann geht's noch zur Sonnenuhr in die Karl-Liebknecht-Straße, dann die Mehrzweckhalle, was die neue Arena ist. Und gleich die Sporthalle, die dahinter ist. Das ist es dann schon, vier Stück noch, vier Möglichkeiten, einen Shiny zu bekommen. Komischerweise immer, wenn man einen kleinen Account auf einem Zweithandy hat und der hat fünf Pässe, kriegt er zwei Shinies, zwei von fünf. Wenn man den großen hat und spielt schon 20, passiert einfach gar nichts. Das muss man nicht verstehen, oder? Jetzt ist es auf jeden Fall down. Servus. Jetzt ist es down. 113 Sekunden sind noch übrig. Wir gucken. Und es ist? Nichts. 966. Das ist schon wieder der Fluch vom Raikou Day. Der Fluch vom, was war das andere Ding? Nicht Suicune. Vom Entei Day. Entei und Raikou. Seitdem geht's bergab. Seitdem nichts mehr bekommen. Keine Ahnung. Immer nur von den zweiten Accounts. Rübertauschen alles. Aber na gut, dafür hat man sie ja. So, drei Versuche also noch. Man weiß überhaupt nicht, wie man sich hinstellen soll. Jetzt sind wir hier beim Brösel, seinem Garten. Wer einen Brösel noch kennt, ne, ist ja eigentlich der vom Werner. Aber der sieht so ähnlich aus. Deswegen haben wir den immer Brösel genannt. Hat aber auch zum Namen gepasst. Wieder nichts, 979. Wie sieht's bei euch aus? Ich sehe hasserfüllte Blicke. Nichts, gut. Ich glaube, da drüben das Hardrock-Auto hat noch eins bekommen. Die freuen sich auf jeden Fall mega. Zwei Gelegenheiten haben wir jetzt noch bei der Schule. An der Mehrzweckhalle und an der Sporthalle. Wenn nicht, muss man wieder cheaten, ne? Beziehungsweise vom kleinen Account rübertauschen. Ja, das sieht man bestimmt. So, Shiny aus dem Auto, wunderbar. Aber zwei Versuche noch, wir geben natürlich nicht auf, lasst euch nicht entmutigen. Das Gute ist, ich habe bisher noch kein einziges Glücksei angehabt, obwohl man so viele Raids nacheinander macht, aber muss man nicht verstehen. So, der vorletzte Raid natürlich an der Sporthalle. Das ist übrigens meine alte Schule, die man hier hinter mir sieht. Ne, das ist die Sporthalle. Da hinten ist die Schule. Hier ist auch noch ein schöner Baum. Guck mal, wie schön der ist. Und man findet überall was, wo man die Kamera draufstellen kann. Selbst wenn es nur hier so ein kleiner Zaunpfahl ist. Ja, stellt man das ab. Dann steht man hier wie so ein Krüppel und dann war's das. Dann macht man den Raid. Dann kriegt man keinen Shiny und dann geht man enttäuscht zum nächsten Raid, was dann natürlich auch der letzte Raid sein wird. Ich hoffe natürlich, dass Pupsi noch eins bekommt. Dass Ismo noch eins bekommt auf seinem Account. Der hat ja auch jetzt alle Raids mitgemacht. Ich habe alle Raids mitgemacht und die, die wirklich alle Raids durchgezogen haben, haben einfach nichts bekommen. Und die Kleinen haben einfach 1000 Stück bekommen. Ich weiß nicht, was sinnvoller ist, es wirklich rüber zu tauschen oder
keine Ahnung, mal sehen, was noch übrig bleibt. Der ist jetzt auch fertig, 120 Sekunden Restzeit noch. Wir gucken mal, auch 100.000, also ein gutes ist auch nicht dabei gewesen. Nichts, 966, ein Versuch haben wir noch, einer könnte noch shiny sein. Ihr seht, Legit ist das Beste, was es gibt. Habt ihr was bekommen noch? Nix? Blödes 98er, wie viel WP hat das? 1005. Ich habe noch nie eins über 1000 gehabt jetzt, also alles schlecht auf jeden Fall. So, eigentlich sollte das jetzt hier der letzte Raid sein. Aber jetzt habe ich gerade nochmal mit dem Gefa, aka Felix, Rücksprache gehalten, aka der Typ mit kurzen Hosen und kurzen T-Shirt. Kennt ihr auch lange T-Shirts, ne? Alles klar. Der hat in Hesselried schon gemacht, da wäre nämlich noch was. Bismarckturm will keiner, es wäre noch Wildgehege was, es wäre noch Birkenfeld was. Und Birkenfeld ist ja diese komische dann mitten im Wald, die will er zum Abschluss machen, also Birkenfeld das Gemeindehaus. Und dann die im Wald, wo ich jetzt schon weiß, dass keiner aussteigt und wir die zwei einzigsten sind, die dann oben stehen. Aber egal, kann also sein, wir machen gleich noch was. Wieder kein Shiny, 978, das ist doch Quatsch, wer macht denn sowas? Da ist bestimmt auch nichts, die haben das Fenster zu, ich will jetzt auch nicht die Scheibe eintreten, also ich lasse es mal so stehen. Da seht ihr schon, da flüchten sie, die sind nämlich auch fertig, aber ein paar werden sich noch zusammentrommeln und vielleicht können wir ja Wildgehege trotzdem kurz die Wildartentafel reinschieben und dann nach Birkenfeld, das muss ich nochmal anfragen. So, ganz ungeplant stehen wir jetzt hier beim Friedhof, warum auch immer, war nicht eingeplant, hat Gefa auch gerade angemerkt. Aber auf dem Weg zum Wildgehege haben wir gedacht, nehmen wir das noch mit, dann müssen wir ja nicht aussteigen. Also der Einzige, der aussteigt, bin eh immer ich, die anderen sitzen halt da, ihren dicken Arschwund, ne? So muss es sein, genau. Ne, macht ruhig, Pupsi ist ja beschäftigt mit drei Handys, da ist es immer schlecht. Shiny! Shiny! Verdammt! Was denn? Ja! Au! Nein! Alter! Friedhof hat sich gelohnt. Jetzt ist es da mit 964. Du hast es auf deinem richtigen, ja? Ja, 989. 989. Soll ich es mir mal angucken? Hast du es schon gefangen? Ich halte es mal ein Stück hin. Jetzt muss einer drauf drücken. Bäm! 989. Richtig genial. Und hier haben wir es ja auch mit 964. Da fällt einem glatt ein Ei in die Hose, sage ich mal. Das nehmen wir jetzt mit einer gelben mit. Das kann ja, glaube ich, nicht fliehen, hoffe ich. Ah, ich stelle das jetzt ab. Ich bin jetzt so gehypt. Das muss ich jetzt so mitnehmen. Obwohl, die Freude ist noch gar nicht daneben. Die Freude kann ja noch gar nicht so groß sein. Da ist wohl ja immer noch keins. Bam! Habt ihr das gesehen? Und das Despo da hat den Ball geworfen, weil der Ramses zu dumm ist, den Ball zu werfen. Und dann bleibt es auch noch drin, durchs Despo da. Despo da fängt die Shinies hier. Richtig genial. Das bewerten wir mal kurz. 12, 12, 11, Auengrund, Thüringen, wo wir schon wieder rumrennen. Wir gehen aber trotzdem jetzt noch ins Wildgehege und ziehen einfach trotzdem noch durch. Wir haben noch 20 Minuten, da können wir bestimmt noch zwei mitmachen. So, wir sind auf jeden Fall jetzt angekommen im Wildgehege. Sieht man vielleicht hinter mir, wenn ich mich rumdrehe, da ist er auf jeden Fall schon mal ein Zaun. Und wenn man durch den Zaun filmt, kann man vielleicht erkennen, da steht irgendwelches Gesocks in der Gegend rum. Ich kann leider nicht zoomen, sonst ist das alles noch komischer. Wir laufen mal hier lang. Die sehen ein bisschen schreckhaft aus. Da liegt eins in der Sonne, da liegt noch eins, da liegt schon wieder was. Jetzt gucken sie alle ganz rustikal. Juhu! Kümmert euch nicht drum. Ich mache nur einen Raid. Das frisst sich selbst auf. Richtig genial. Wir laufen wieder zurück. Ich muss trotzdem mal zum Auto. Muss mal abchecken, was bei den anderen so geht. Das dürfte jetzt aber der vorletzte sein. Und ja, jetzt hat eigentlich jeder sein Shiny bekommen. Wir werden aber entweder trotzdem noch nach Birkenfeld fahren. Da müssen wir wenigstens nicht in den Wald, weil wir es im Wald nicht mehr schaffen. Wir schaffen es aber in Birkenfeld beim Gemeindehaus vielleicht den letzten zu machen. Es sind noch 15 Minuten. Hier oben hat man auch noch vier andere Arenen, aber da darf man wieder nicht durchfahren, dann müsste wieder zwei Jahre... Shiny. 952 ist zwar schlecht, aber trotzdem.
Wir checken nochmal aus, ob die anderen auch eins haben. Das fange ich gleich in der Hosentasche. Und vielleicht hat Pupsi ja auch ihr zweites. Jetzt kann ich mir trotzdem noch ein paar rübertauschen. HBNA. Ich klopfe einfach mal an die Scheibe. Nee, ich frage einfach nach. Und? Was? Warum zeigst du auf den? Dein Pferd ist gut. Und die Hand rüber. Ich habe aber auch eins. Guck. Hör die. Freude hält sich in Grenzen. Wunderbar. Da muss man sich ja nicht freuen. Ich steige einfach ein und das war's. Ich laufe nochmal hier hin. Das ist aber jetzt wirklich der allerletzte Raid. Diesmal sind wir schlauer. Letztens haben wir uns hier den Hügel hochgekämpft. Jetzt stehen wir einfach ganz da oben mit dem Auto auf dem Sportplatz. Richtig asozial. Ich habe ja nicht geparkt. Ich bin unschuldig. Jetzt gucken wir mal. Hier gibt es gerade heftige Gefechte, Wortgefechte über Go Plus. Wie es nach 2 Tagen einfach schon nicht mehr geht. Das nächste Scheine. Also 3 Stück nacheinander mit 1003. Also das ist sogar ein richtig gutes. Bestimmt ein 96er. Das fangen wir jetzt live. Das kann ich nicht dahinstellen, das ist ehrenlos. Ich stell's mal auf die Bank. 1004. 1004 auf ein kleiner Kaut. 1004? Ja, ist ja wieder besser. Ich hoffe, der Iswo hat jetzt endlich auch eins bekommen, sonst muss ich dem eins von mir abdrücken. Jetzt lass doch mal die Gurke da stehen. Du brauchst doch nicht da drauf filmen, man sieht das so. In die Nase. So, das nehmen wir mit. Das bewährt man jetzt gleich mal. Das ist auch das Beste generell von heute. Ich habe einen 108. Und auch noch einen Shiny. 15, 15, 13, ein 96er Shiny. Das werde ich auf jeden Fall entwickeln zu Schlupp Black. Wollen wir das gleich machen oder wollen wir das am Ende vom Valentins-Event machen mit den anderen Shinies zusammen? Ich warte jetzt, das machen wir dann beim Event am Ende. Da mache ich mal ein Häkchen dran. Wir können mal kurz gucken, wie viel wir heute gemacht haben. Hier seht ihr es 3 nacheinander. Das Pipi zählt ja nicht. Das hauen wir weg. 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27. 27 Raids. Das ist auf jeden Fall gut. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, nur 20 geschafft oder so. 27 ist das meiste bis jetzt. Bei Lavados haben wir 26 geschafft. Jetzt 27, so gut waren wir noch nie. Aber wir mussten ja auch nicht viel warten. Es ging zügig voran, ging auch schnell und einfach zu fangen. Das war es auf jeden Fall jetzt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, ja, ein bisschen. Ne? Es war zwar erst ernüchternd, als die ganze Zeit nichts kam. Jetzt ist was gekommen. Ich muss noch bei Pupsi abchecken, ob die oben auch was bekommen hat. Wenn nicht, muss ich ein Iswo noch eins auf jeden Fall rübergeben. Habe ja jetzt 3. Das war es aber von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Schreibt mal rein, wie viele Shinies ihr bekommen habt, wie viele Raids ihr gemacht habt und vor allem, was euer bestes Schlurp von heute war. Wir sehen uns im Livestream auch wieder dann irgendwann, aber ab Montag bin ich erstmal in Erfurt. Gibt es ein paar Videos aus Erfurt und was da so geht und was es da zu essen gibt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Die Drecksau, hier kriegst du deinen Stock zurück. Bis zum nächsten Mal, euer Ramses. Guck doch mal, was der macht. Wie ein kleines Kind. Oh, voll in die... Egal. Tschüss.